Wie geht man mit einem siebenjährigen Kind bezüglich des Gebets vor? Soll man es zwingen, wenn es einige Gebete nicht betet? Ja, man darf es nicht zwingen. Der Prophet Sassum sagte, er sagte, Muru awladakum bis salati wuhum abna'u sab'a. Er sagte, befiehlt euren Kindern das Gebet, wenn sie 7 Jahre alt sind. Ja? Und wenn sie 10 Jahre alt sind, dann darf man sie schlagen, wenn sie nicht beten. Natürlich ein Schlagen, was keine Flecken hinterlässt, keine Brüche hinterlässt und so weiter und so fort. So ein Popo-Klapser, wie man so schön sagt, und so weiter und so fort. Aber hier sagen die Gelehrten, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns anbefohlen hat, dem Kind mit 7 zu befehlen, zu beten, heißt das, dass das Kind bis zum 7. Lebensalter das Gebet schon kann. Das heißt, du musst dem Kind schon vorher das Gebet beibringen und ihm auch motivieren zu beten, dass wenn er das 7. Lebensjahr erreicht, dass du ihm dann befiehlst zu beten. Du sagst, du musst jetzt beten, bete mit uns. Und wenn er nicht betet, kannst du ihn nicht zwingen. Aber wenn er 10 Jahre alt ist und dann nicht betet, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, musst du härter werden. Und ihm sagen, du musst beten, warum betest du nicht? Und ihn ermahnen und streng sein dabei. Warum? Was ist die Weisheit dahinter? Die Weisheit dahinter ist, dass die Kinder, weil die Kinder sind ja nicht verpflichtet zu beten. Und wenn Kinder eine Sünde begehen, wird das nicht bei Allah gezählt. Aber worum geht es hier? Es geht hier darum, die Kinder an das Gebet zu gewöhnen. Und sie daran zu gewöhnen, den Haram zu unterlassen. Das heißt, wenn er dann die Pubertät erreicht hat, hat er keine Probleme damit, 5-mal am Tag zu beten. Nicht wie die anderen. Die Jugendlichen heute, 16, 17, 20, 25, sagst ihm beten und sagst, boah, das ist so schwer, 5-mal am Tag, jeden Tag, dann zum Fajr aufstehen, dann Isha-Gebet, dann bin ich immer müde und so weiter und so fort. Warum? Weil sie sich nicht ans Gebet gewöhnt haben in ihrer Kindheit. Und deswegen gilt diese Benehmensstruktur dafür, dass die Kinder und die Menschen allgemein sich daran gewöhnen, dass es dann normal wird bei ihnen. Wallahu a'lam. Ya dakiran al-ashab, kum mutaaddiban.